Ja, hallo, grüß euch. Ich habe ein kurzes Fahrvideo von meinem Fritz Express Popwagen zu. Den habe ich nochmal mit neuen Stromabnahmen versorgt. So, wie gesagt, den Zug habe ich mit neuen Stromabnahmen versorgt. Da waren teilweise noch diese alten Tricks Schleifer dran. Ne? Sprich, da war hier ein Schleifer eingebaut, der halt den Strom von der Schiene abgenommen hat. Und das hat natürlich einen extrem hohen Widerstand produziert. Und das war ein 10-Wagen-Zug. Na gut, da waren es nur 5 mit dem Schleifer ausgerüstet, aber das Ganze zweimal. Das war ein extrem hoher Widerstand und da konnte der Zug kaum gezogen werden. So habe ich mich jetzt hingesetzt und habe halt hier so kleine Messingbleche genommen, die um die Achsen gebogen und da jetzt eine neue Stromabnahme gemacht bei allen Waggons und dadurch laufen die jetzt halt total leicht. Na, mal gucken, ob das hier sehen kann. So, und durch diese neuen Stromabnahmen laufen die Waggons relativ leicht und der 10-Wagen-Zug kann locker gezogen werden. Ne? Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, das zeige ich euch im Zug noch mal so ein bisschen. Ja, nach vorne dran ist natürlich auch eine Tricksloch. Eine alte Tricks von der National 112. Die hatte ich euch im Video schon mal gezeigt, wie ich die umgebaut habe. Ja, die zieht den Zug jetzt also locker über die Strecke hier. Absolut kein Problem. Ich denke mal, so ein Popwagenzug mit 10 Waggons ist schon eine tolle Sache. Also mir gefällt das gut. Ja, die Bibi ist auch da. Hi Bibi. Hallo, alte Quieke. Hallo. Ja, hi Bibi. Wo ist die Bibi? Ja, Bibi. Hm, süße Maus. Ja, ist alles gut jetzt hier. Also der Zug läuft jetzt ganz wunderbar, schön leicht, lohnt sich also eventuell mal die Stromabnahme von seinen Personenwaggons zu überprüfen oder zu überarbeiten. Ja, das sollte es gewesen sein, mehr wollte ich euch gar nicht zeigen. Danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Sonntag, bis zum nächsten Video. Ja, macht's gut und tschüss. Ich gebe dann nochmal hier kurz eine Runde. So, das war's jetzt dann aber. Macht's gut. Ciao. Ja, das war's. Hi Bibi, sagst du auch nochmal tschüss? Ja, tschüss. Sag mal tschüss.
Okay. Na du? Bibi? Wo ist meine Bibi? Ja, ich jetzt? Nur die kleine Maus, oh, süße. Ja, das war's jetzt endgültig. Macht's gut, ciao.